einem Tannenbaum könnte man es vergleichen. Mit unserem Schloss könnte man es vergleichen. So etwas Großes, Auffälliges. Nanu, wo habe ich das hin? Hä? Ich sogar wie das halbe Lagerhaus noch leer steht. Sag ich das halbe, das ist zwei Viertel des Lagerhaus. Da ist ein Knochen drin gewesen. Heureka, okay. Hey, ich hab doch hier... Gab's da ein Deconnect oder sowas? Da fehlt doch Zeug. Da fehlt doch ganz eindeutig Zeug. Na gut. Na gut, okay. Dann halt nicht. So. Ach, das ging ja nicht, da brauchte man Mycel. Warte, da war doch... Und zwar, okay, meine lieben Freunde. Einige werden sich jetzt fragen, was geht bei dem wieder schief? Hat er wieder Drogen genommen? Nein. Aber ich hatte ja vor Ewigkeiten mal was entdeckt. Ich hatte vor Ewigkeiten mal was entdeckt. Okay. Und diesen Ort werden wir jetzt einfach mal aufsuchen. Natürlich nicht wieder zurück, was wir drin haben. Das wäre aber ein Wahnsinn. Ne, den nehme ich mit. So. So. Ja, wo ganz vor Ewigkeiten habe ich mal was entdeckt. Das wollte ich euch schon immer mal zeigen. Hab's aber dann nicht machen können. Ich wollte es doch nicht machen. Aus dem Grunde, dass es in dem Moment noch nichts gebracht hat, weil mir ganz bestimmtes Item dafür gefehlt hat. Jetzt werden sie alle denken, hä, was geht bei dem schief? Hat der irgendwie zu viel genommen oder so? Nein, es ist wirklich so. Mir hat ein Item gefehlt, ein ganz wichtiges. Was ich jetzt aber habe. Jetzt habe ich die Ofenkartoffeln zu Hause gelassen, fällt mir gerade auf. Das ist nicht so intelligent gewesen. Dann muss ich mir unterwegs ein bisschen Tiere schnetzeln. Hier haben wir übrigens noch ein bisschen Eis, falls wir mal Eis brauchen sollten. Aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Wichtige ist, das muss ich da mal sagen, dass das ein sehr, sehr, sehr langer Weg jetzt wird. Ich weiß, dass die Wege kommen bei mir auch immer voll spontan so mit drin. Ey, wir gehen jetzt mal ganz kurz zu zahlen. Aber es wird sich richtig dolle lohnen. Das verspreche ich euch. Das wird sich richtig dolle lohnen. Ich hoffe nur, dass ich die Koordinaten jetzt noch richtig im Kopf habe. Denn ich habe die mir, das war bestimmt vor einem Jahr oder so, habe ich das mal entdeckt. Da wollte ich für Special was probieren. Ich glaube fürs 300er Special war das. Da wollte ich was probieren. Und ihr merkt schon, okay, 300, das ist eine Weile her. Da wollte ich was probieren. Ich glaube, das war genau da, als wir die neue Region geswitcht haben. Da habe ich nämlich Regionen gesucht, die sich lohnen, wo man hingehen kann. Und da habe ich etwas entdeckt.
So. So. Na dann. Das ist jetzt hier nur der Dschungel, okay. Weiter geht's, gut, dass ich zwei gebaut habe. In weißer Voraussicht. Gibt's jetzt eigentlich noch Slimes tagsüber? War das noch so? Dass es im Dschungel noch Slimes tagsüber gab? Oh. Jetzt kommt mir sehr gerufen, dass ich hier eh was zu essen brauche und dann habe ich gleich noch Leder. Davon nehme ich ein paar mit, weil ich jetzt überhaupt nicht mehr weiß, ob ich davon welche habe. So. Es ging ja nicht, gell? Nee, es ging nicht. Sonst hätte ich mir jetzt Ranken züchten können zu Hause. Aber das geht leider auch nicht. Macht aber nichts. Das ist doch alles kein Problem. Ich dachte, ich heb die wenigstens auf nebenbei. Die brauche ich eh wieder, deswegen nehme ich jetzt einmal ein paar mit. Miam, 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 miam. Miam, miam, miam. Klack, klack. Klack. Jetzt sind wir hier in einem Wüstengebiet. Okay. Das müssten wir rein theoretisch noch kennen, das Wüstengebiet. Hier müssten wir schon mal gewesen sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Ich dachte gerade, ich hätte einen Spawner entdeckt. Das wäre natürlich jetzt die Oberherze noch gewesen. In Wüstengebieten findet man die ja ziemlich leicht. Weil die dann einkrachen. Ah, stimmt, da hinten ist der Brunnen. Den kennen wir ja alle. Da ist ein Wald. Wie kennen wir den alle? Ich weiß es gar nicht. Doch, ich glaube schon, das Ding Brunnen kennen wir. Da haben wir noch 100 pro gebuddelt in dem Brunnen. Aua. Sieht nicht so aus, als ob wir da gebuddelt hätten. Aber auch nicht so wild. Ist jetzt nicht das, was mich interessiert hätte in dem Moment. Ich suche was anderes. Rein theoretisch, um euch nicht so... Müsste jetzt hier in den nächsten 1000 Metern irgendwann ein Meer kommen. Ein Meer, was sich wirklich verdammt weit erstreckt. Und mitten in diesem Meer... finden wir dann das, was ich will. Nämlich mehr. Viel mehr. Ja, ich weiß, der Wurf war schlecht. Ihr müsst mich nicht ausmähen, deswegen. Wundert mich, dass es so wenig Monster sind. Aus 3-4 Skelette und ein paar Spinnen. Es ist ziemlich monsterleer. Sollte es gerade so ruhig bin, ich konzentriere mich gerade. Um nicht von einem Monster gesehen zu werden. Aber ich sehe hier gar nichts. Das ist erstens mal stockduster. Und da, wo ich was sehe, sehe ich keine Monster. Ich hoffe, es wird schnell wieder Tag.
was essen. So, da ist sogar ein Hühnchen rausgekommen. Jetzt habe ich natürlich gar nichts mehr zu essen. So wirklich. Alter, ich sehe hier nichts. Es ist so stockduster in dem mit dem Shader. Da ist ein Zombie. Lass mich in Ruhe. Haha. Oha. Autsch. Bin ich hier? Aua. 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 So. Ich hätte jetzt einfach mal ausgeschaltet, weil ich hier absolut gar nichts sehe und wahrscheinlich sofort sterben würde jetzt hier. Und da ich jetzt einfach nur dieses Ding holen will und gerade so wirklich alles dabei habe, was wichtig ist. Ich hoffe ja sehr, ich habe mich nicht verlaufen jetzt, das wäre richtig assi. Boah, meiner Meinung nach müsste jetzt hier gleich ein Meer kommen. Wie gesagt, wenn ich mich nicht verlaufen habe jetzt, ne? Wenn ich im Kreis gerannt bin oder sowas. Ich sehe hier gar nichts, macht absolut... Oh, es ist penetrant dunkel. Ich will mal ganz kurz Mod-Optionen nehmen. Optionen. Grafikeinstellungen. Nee. Shader. Internal. Ja, guck mal, wie hell es jetzt ist. What? Der Unterschied ist echt krass, oder? Geh mal kurz so weiter. Dann sieht man wenigstens, was man tut. Autsch. Soll ich auf die Fresse fallen? Boah, was ist das für ein Dschungel hier, ey. What the fuck? Hinten kommt auf jeden Fall eine neue Landschaft. Die Frage ist, wie schaffe ich das bis da hinten? Ohne durch die Höhen hier zu sterben. Ob das gut geht? Ich riskiere es lieber nicht. Jetzt kann ich. So. Kommt hier erst Eis? Ich war ja echt ewig nicht mehr, deswegen kann ich es nicht mal sagen. Das ist natürlich auch ein sehr schlau gemachter Übergang von dem da zu Eis. Gibt es natürlich in der richtigen Welt auch. Sehr oft und so, weil ist so. Eigentlich ja nicht.
So, wie gesagt, ich hoffe, ich habe mich nicht verlaufen und wir laufen mal strukt weiter. Oh, bitte lasst mich jetzt noch wissen, dass es da ist, ey. Das wäre so geil, wenn ich das jetzt zeigen könnte. Ihr würdet auch feiern, ich sag's euch. Das würdet ihr genauso feiern wie ich. Das ist ein bisschen Schwein. Ich mach mal dann, Monster wieder an. Es ist übrigens Nacht, ne? Auch wenn es so hell ist, es ist Nacht. Ja, in Texture Pack sieht das nur wesentlich an, also nicht Texture, mit dem Shader sieht es bloß anders aus. Wow! Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht! Ja, da bin ich halt mit Fluggeschwindigkeit auch geflogen, weil mich... Also wenn die wenn die Entfernung, die ich im Kopf habe, richtig ist, dann haben wir nicht mal die Hälfte der Strecke zurückgelegt. Also macht euch auf einen langen Weg gefasst. Und ehrlich gesagt weiß ich immer noch nicht genau. So. Und die riecht doch mega verbrannt gerade. Ich hoffe, das kommt nicht aus unserer Wohnung. Moment. Das riecht, irgendwas riecht hier richtig verbrannt gerade. Oder die Waldfee, also... Was ist das? Alter Schwede, hier riecht's richtig hart. Als wenn Papier brennt oder sowas. Ich werde hier mal ganz kurz Pause machen. Wir schauen ganz kurz mal, was das ist. Wenn das nämlich wirklich bei mir ist, dann habe ich ein echtes Problem. Bis gleich.